Willkommen zurück im Tiny House und heute mit einer etwas anderen Heizung. Meine normale Heizung hier ist aktuell defekt. Wahrscheinlich hat das Überdruckventile ausgelöst, weil irgendeine von den Gasflaschen nicht so ganz in Ordnung war. Das müssen wir jetzt überprüfen. Aber weil ich das selber noch nie gemacht habe, warte ich da jetzt, bis mir jemand helfen kann. Deshalb ist es eben wichtig, noch so eine Reserve zu haben, dass man sich hier im Winter nicht den Arsch abfriert. In diesen schweren Zeiten, die wir momentan haben, ist es doch vielleicht zumindest eine gute Nachricht, dass dieser Kaktus, von dem ich euch vor ein paar Monaten mal erzählt habe, einigermaßen überlebt hat. Ich glaube, das hier muss irgendwann mal noch weg. Das ist definitiv tot. Aber der Rest, ja, wird irgendwie wieder. Es gibt derweil nun endlich ein paar Neuigkeiten, was meinen Stellplatz betrifft. Und um euch die zu erzählen, setzen wir uns mal um ins definitiv wärmere Wohnzimmer. So. Also, was den Stellplatz angeht, ich glaube, ich bringe euch am besten erstmal auf einen aktuellen Stand, weil ich nicht weiß, was ich in den letzten Videos alles so dazu erzählt habe. Und zwar, ich habe ja schon länger einen Platz gesucht, mit dem ich mit dem Haus dauerhaft stehen kann. Hier, wo ich gerade bin, im Hof meiner Eltern, das war nie gedacht als Dauerlösung. Wir haben uns aber ehrlich gesagt das Ganze mit dem Stellplatz finden, obwohl wir wussten, dass es schwierig werden würde, irgendwie doch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es jetzt am Ende tatsächlich war. Ich habe alles ausprobiert, also Zeitungsanzeigen, Online-Anzeigen, Facebook, bei Leuten über die Messenger fragen, Verwandte anhauen, bei den Sparkassen und Volksbanken und wo nicht noch nach Grundstücken suchen, Online-Inserate, bei den Immobilienzeitschriften, bei Immobilien-Online-Angeboten. Also ich habe alles durchprobiert. Das Erfolgsversprechendste war eigentlich damals immer die Zeitungsanzeige, weil sich da Leute aus der Region doch teilweise recht zahlreich gemeldet haben. Vieles davon hat am Ende auch nicht gepasst, denn es ist ja dann auch immer noch so eine baurechtliche Geschichte. Dazu gibt es übrigens auch schon ein eigenes Video. Wir haben dann am Ende jemanden gefunden, mit dem es eigentlich ganz gut gepasst hat und wo eben das Grundstück, es war ein Baugrundstück und es war noch nicht bebaut und es sollte auch in den nächsten Jahren nicht bebaut werden. Und ich wäre quasi die Übergangsnutzerin gewesen in dem Fall. Das heißt, man erschließt das Grundstück noch und dann stelle ich mich da mit meinem Haus für einige Jahre drauf und irgendwann später wird vielleicht noch ein großes Haus drauf gebaut. Das war also die Idee und das war vor einem Jahr und 3 Monaten. Seitdem ist es sehr langsam nur vorangegangen, wenn überhaupt. Und da ich aber keine Alternative hatte, ihr kennt die Videos zum Haus aus den letzten Monaten. Seit ich hier jetzt vollständig eingezogen bin, habe ich immer noch keine Wasserleitung, weil das einfach hier auch auf dem Platz nicht so gut möglich war. Und weil wir eigentlich gedacht haben, ich bin hier gar nicht mehr so lange. Das heißt, ich lebe hier jetzt seit fast 2 Jahren ohne Wasserleitung in diesem Haus. Und irgendwann reicht's auch mal. Deshalb haben wir uns entschieden, letztlich das Haus nun hier auf dem Grundstück bei meinen Eltern genehmigen zu lassen. Das heißt, hier im Garten in einer kleinen Ecke, wo das Haus gerade so auch irgendwo hinpasst, wird wahrscheinlich jetzt am Ende mein Stellplatz sein. Mehr dazu gibt es dann natürlich, wenn das Ganze so voranschreitet. Wir haben jetzt nächste Woche einen Termin mit dem Architekten und ich bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Es geht wieder voran und ich bin sehr froh, weil ich möchte einfach jetzt so langsam mal in meinem Haus duschen können, ganz normal hier kochen und alles andere. Denn was es alles so bedeutet, keine Wasserleitung zu haben, darüber rede ich jetzt mal kurz. Einen kleinen Einblick in das Leben ohne Wasserleitung. Station Nummer 1, mein wichtigster Alltagshelfer, dieser Krug, in den, glaube ich, knapp über 1 Liter an Wasser reinpasst. Mit dem transportiere ich das Wasser von dem Haus da drüben, wo eine Wasserleitung ist, zu dem Haus hier, wo keine Wasserleitung ist. Ich trinke am Tag so ungefähr 1,5 Liter, im Sommer auch mal 2. Das heißt, allein schon fürs Trinken muss ich mehrmals rübergehen, um das hier wieder aufzufüllen. Station Nummer 2, der Wasserkanister. Hier kommt das Wasser rein, das ich dann für den Alltag fürs Händewaschen und Co. benutze. Der ist momentan leer, denn übers Wochenende war ich auch weg. Und jedes Mal, wenn ich ein paar Tage weg bin, leere ich den aus und mache ihn dann meistens auch noch direkt sauber. Denn so ein Wasserkanister ist wunderbar für Bakterien, wenn man das länger stehen lässt. Um den hier voll zu machen, muss ich, glaube ich, mit dem Krug ungefähr 4 oder 5 Mal laufen. Dann ist aber auch erst ein einigermaßen großer Wasserdruck, sodass hier überhaupt wirklich was rauskommt.
Sobald man ungefähr hier ist, hat man hier nur noch Tröpfchen. Fürs Händewaschen ist es dann nicht mehr wirklich ausreichend. Und während ihr jetzt hoffentlich nicht dieses etwas verkalkte Waschbecken, das ich aber gleich sauber machen werde, beachtet, bin ich also sehr oft am Tag einfach damit beschäftigt, Wasser hin und her zu tragen. Und bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Salat waschen, wo man viel Wasser für braucht, oder große Mengen an Nudeln kochen oder ähnliches, ist hier schon ein bisschen schwierig, denn so viel kann ich meistens gar nicht auf einmal mitbringen. Und Duschen und dergleichen mehr liegt ja sowieso noch in weiter Zukunft. Deshalb Station Nummer 3, dieser wunderschöne Wasserhahn, den ich so gern benutzen möchte, hat einfach momentan noch kein Wasser. Was auch bedeutet, Station Nummer 4, dass ich diese Spülmaschine, die ich vor mittlerweile 2,5 Jahren, glaube ich, gekauft habe, immer noch nicht ausprobiert habe. Das heißt, wir hoffen jetzt alle mal, dass sie funktioniert, denn zurückgeben kann ich sie nicht mehr. Sprich, es ist mir sehr daran gelegen, dass wir das mit dem Stellplatz nun bald über die Bühne bringen. Wie gesagt, schon fast 2 Jahre bin ich jetzt hier drin, ein Jahr Vollzeit mit Schlafen und allem drum und dran. Und das Jahr davor habe ich zumindest ja tagsüber immer hier gearbeitet und bin nur zum Schlafen rübergegangen. Und das ist schon eine lange Zeit und es wäre einfach schön, wenn jetzt die Dinge, die ich hier habe, auch ganz normal funktionieren würden. Anruf vorbei und jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen rausgehen und dann feststellen, dass genauso viele Blätter wieder in der Einfahrt liegen, wie ich vorhin gerade weggeräumt habe, weil es hier die ganze Zeit windet. Vielleicht werde ich mich also nochmal darum kümmern oder einfach nur einen Spaziergang machen. Auf jeden Fall tut den Augen nach der Bildschirmzeit jetzt ein bisschen Pause gut. Die könnt ihr euch jetzt auch gönnen, denn das Video ist jetzt zu Ende und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder um 18 Uhr zu einem neuen Video. Bis dahin eine schöne Zeit und ich sage wie immer, ciao!